Ja, moin moin und Metal, meine lieben Freunde. Wir sprechen heute über den gestrigen Stream unseres Lieblingsstreamers, der nur etwas über eine halbe Stunde ging, denn ihm ging es nicht so gut und er wollte nur kurz online kommen. Wir sprechen auch mal gleich warum, denn dort im Chat ist ein bisschen was passiert, was mich darauf schließen lässt, dass das Finanzamt da mal anrücken sollte. Aber lass uns mal erstmal starten, denn auch der liebe Ofi wurde wieder angesprochen und zwar vom Yusef, den ich gestern ja in meinem Video erwähnt habe. So, Metal-Leute, servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Mir geht's echt dreckig heute und... Hi. Na, wie geht's? Heute überhaupt nicht gut. Wieso? Ich war doch vor 2 Tagen, habe ich doch nicht gestreamt. Und da habe ich so Magenschmerzen gehabt. Genau, Magenkrämpfe. Ja. Das habe ich jetzt heute wieder. Ich muss jetzt heute zum Glück nicht so oft aufs Klo rennen. Deswegen habe ich jetzt gesagt, ich ziehe jetzt meine Schmiede. Also ich mache jetzt heute nur eine Stunde. In 10 Minuten ungefähr wollte ich mich mit Merlin treffen. Der wollte auch ein bisschen matchen. Er hat mich vorhin angeschrieben. Außerdem habe ich den ganzen Tag schon Kopfschmerzen. Also hier zuerst einmal, der Drachenlord ist scheinbar wirklich krank. Zumindest zeigt er uns das ja allen. Da stellt sich mir halt nur die Frage, wieso streamt er dann? Wenn es ihm doch so mies geht, ja, wieso ist er dann online? Nur für die paar Barne? Aber wir sehen gleich wahrscheinlich warum. Und dann hatte ich noch so einen Disput mit so einem komischen, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie der heißt, der ein Video über mich veröffentlichen möchte mit dir. Kennst du auch den Typen? Und dann habe ich gesagt, okay, da möchte ich aber wenigstens, der unser Gespräch analysieren will, weißt du? Und dann habe ich zu ihm gesagt, da möchte ich aber wenigstens, dass mein TikTok-Name darauf verlinkt wird. In dem Video. Ja, logisch, wenn dann schon richtig. Deshalb war sowas aber vorsichtig, weil diese Leute, die sind, denen kannst du auch nicht trauen. Definitiv. Tu ich nicht, deswegen. Und er hat gesagt, nein, dein Name kommt nicht, dann strike ich dein Video, habe ich gesagt. Dann werde ich das melden, weil ich möchte mein Gesicht nicht dann sehen, wenn du mich nicht wenigstens da verlinkst. Ja, also der gute Yusef spricht da über mich. Ich hatte das ja im letzten Video schon gesagt, dass ich ihn angeschrieben habe und versucht habe, über den Drachenlord halt so ein bisschen aufzuklären. Ich habe ihm dann zum Beispiel auch von dieser Hausmädchen-Story erzählt und diesen ganzen anderen Geschichten, die ihm da vorgeworfen werden. Und das, was ihn jetzt hier interessiert, ist, dass ich ihn gefälligst verlinken soll mit dem TikTok-Kanal. Da stelle ich mir halt die Frage, möchte er nicht auf diese Sachen eingehen, die da im Raum stehen? Für mich tatsächlich wieder mal ein Beweis, dass es keinen Sinn macht, mit diesen Leuten von TikTok zu diskutieren. Ich habe das damals schon bei Jason und Katal gesagt, dass es keinen Sinn hat, da irgendwie mit reinzugehen. Andere versuchen das ja auch immer mal wieder, irgendwie, weiß nicht, Märkische Heide zum Beispiel oder Hank. Die haben ja zum Beispiel damals auch mit Birella, als sie anfing, versucht, mit ihr gut zu reden. Und es hat natürlich auch nicht geklappt. Was wir übrigens gleich im Video auch nochmal sehen werden. Mit ihm hier im Chat konnte ich, wie gesagt, gut sprechen und respektvoll alles. Der Umgang war absolut in Ordnung. Aber ihm geht es halt scheinbar nicht darum, mit den Leuten zu sprechen, damit die ihn aufklären, was da an der Sache mit dem Drachenlord alles dran ist, sondern einfach nur um ein paar Barne. Entweder durch Geschenke in den Streams mit dem Drachenlord oder aufgrund von Reichweite, weil ich ihn verlinken sollte. Ach, die reden von diesem, den du auch kennst, diesem Ofenkäse. Ofenkäse. Ja, auf jeden Fall, das die Quintessenz war, ich möchte nicht, dass er meinen Namen da nennt, aber er ist total respektvoll gewesen, kann ich nicht anders sagen, weißt du, also er ist nicht so, dass er gegen mich, auch, ja, ich kann nicht anders sagen, ich kann nur so sagen, wie war. Das machen die immer so. Man merkt, wie die Schmerzen größer wurden, als mein Name gefallen ist. Aber es ist natürlich immer so, also so wie der Drachenlord es sagt, weil die allermeisten Leute, die Rainer kritisieren, das auf einem ordentlichen Niveau machen. Alle, die da irgendwie unterwegs waren, sei es jetzt irgendwie Plotti oder die anderen, die auf TikTok die Leute versuchen aufzuklären, machen das immer respektvoll und ohne Beleidigung oder sonst was. Das mag der Drachenlord natürlich nicht, weil er halt dieses Märchen der bösen, asozialen Hater aufrechterhalten möchte. Aber die sind meist nur ein ganz kleiner Teil von dieser gewaltigen großen Gruppe. Die allermeisten sind natürlich respektvoll und können sich ordentlich unterhalten und ordentlich diskutieren, auch mit Leuten, die eine andere Meinung haben als sie selbst. Naja gut, dann geht's auf jeden Fall los, dass Birella ordentlich Geschenke reinwirft und dabei ist sie gar nicht mal im Chat aktiv. Wir schauen da mal rein. Ach was. Oh, danke schön, Birella. Alter, meine Ohren, diese Katze hat so laut gemaunzt. Mein Kopf. Oh, krass. Oh, Mounts. Oh, meine Ohren. Danke schön. Leute, ich gehe offline. Mir geht's echt. Hast du okay? Mich haut's echt. Dann gute Besserung. Ne? Danke, euch auch. Macht's gut. Schönen Abend noch. Gleich. Ja, bitte. Ciao. Gute Nächte. So, Leute, ich schaff das nicht. Ich geh jetzt pennen. Ich versuch's. Ich hau jetzt ab. Tut mir echt leid, aber mir geht's echt dreckig. Ich mute mich schon die ganze Zeit, dass ihr mein Gestöhnen nicht hört.
Macht's gut. Ja, und dann war er auch wieder offline nach etwas über einer halben Stunde. Einmal zu dieser Krankheitsgeschichte nochmal. Ich bin ja kein Fan davon, diesen sterbenden Schwan vor irgendjemand zu spielen. Wenn wir das nun mal mit der Arbeit vergleichen. Ich weiß, ich höre euch schon alle Einwände reinrufen. Aber lass uns das mal vergleichen. Wenn ich krank bin, dann bleibe ich entweder zu Hause und ruhe mich aus oder ich gehe auf die Arbeit und arbeite normal, weil es dann nicht so schlimm ist, dass ich zu Hause bleiben müsste. Dieses, ich bin zwar ganz doll krank, aber gehe trotzdem auf die Arbeit und setze mich dahin, um quasi nur zu zeigen, wie schlecht es mir geht, damit das ja auch alle Kollegen ja mitbekommen, wie schlimm es um mich steht, ist für mich einfach nur dieses Betteln nach Aufmerksamkeit. Dann geh gleich zu Hause ins Bett, leg dich hin und ruh dich aus. Und nicht erst eine halbe Stunde online kommen, um zu zeigen, wie schlecht es dir doch geht. Aber gut, darum soll es gar nicht gehen, denn ich blende euch jetzt einmal kurz den Endstand dieses halbe Stunde Streams ein. Und wir sehen da, Birella hat über 80 Euro rausgeschmissen in diesen paar Minuten, war damit so ziemlich für alle Spenden verantwortlich in den gesamten Stream. Ich glaube, es sind dann jetzt insgesamt ja 90 Euro reingekommen, also ohne Birella wären es irgendwie 10 Euro gewesen an Spenden, was dann schon realistisch ist, was er vermutlich wirklich an Spenden von irgendwelchen Leuten bekommen hätte. Aber dieses ganze komische Konstrukt zwischen Birella, Camping Dude, Sinn und diesem Drachenlord, wo sie immer wieder Geld hin und her geschoben wird, kann wirklich nicht mit rechten Dingen zugehen. Alleine Camping Dude schickt ja nicht nur beim Drachenlord Geld rein, sondern auch bei Birella und das geht ja hier um mehrere tausend Euro. Und Birella nun wieder zurück zum Drachen, vermutlich mit den Diamanten vom Camping Dude und der Drachenlord lässt sich dann die geschenkten Einnahmen auszahlen. Ich verlinke euch mal einen Beitrag von heise.de. Der ist schon ein paar Monate älter, aber zeigt, wie über TikTok Geld gewaschen wird und dass in der Türkei da eine Bande hochgenommen wurde und da auch eine Menge Influencer aus der Türkei mit involviert gewesen sein sollen. Vor allem ging es da wohl um Kreditkartenbetrug. Und wenn man nun weiß, dass irgendwelche Banden diese Plattform für Geldwäsche benutzen und dann ständig hier zwischen ein paar Leuten Gelder hin und her geschoben werden, ja, dann bin ich mal der Meinung, da könnte auch mal die Finanzbehörde mal ein Auge drauf werfen und checken, ob da alles mit rechten Dingen zugeht. Dazu natürlich auch noch gleich die Sache, dass der Drachenlord Merch verkauft und dafür eigentlich einen Gewerbeschein bräuchte, seiner Aussage nach aber nur Freiberufler ist und alles diese ganzen Dinge, die ja noch im Raum stehen. Ich glaube, wenn da mal wirklich eine Buchprüfung ansteht, dann wird es kritisch für unseren Streaming-Profi. Naja gut, in diesem Sinne schauen wir mal, wie sich der Gesundheitszustand des Drachenlords so entwickelt und warten mal auf die nächsten Lebenszeichen von ihm. Und ich sage bis dahin vielen Dank fürs Zuschauen. Macht ihr euch alle ein hoffentlich gesundes und schönes Wochenende und bis zum nächsten Video, sage ich. Madel auf, meine Freunde.